Geschätzter Herr Präsident. Und am Wort ist schon Karl Schmidhofer, ÖVP. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Galerie und jene, die von zu Hause aus diese Nationalratssitzung mitverfolgen. Ja, Basis für einen erfolgreichen Sport in Österreich sind die über 500.000 Funktionärinnen und Funktionäre, die für den Sport ehrenamtlich arbeiten und die in 15.000 Vereinen Verantwortung tragen. 2,8 Millionen Sportlerinnen und Sportler werden von diesen Vereinen mit ihren Funktionären organisiert. Und Frau Dazler, wenn Sie sagen, dass der ASKÖ da nichts weiß oder noch nicht eingestimmt ist, dann muss ich Ihnen sagen, der Herr Altlandeshauptmann aus dem Burgenland ist der Vorsitzende der Sport Austria und der hat sehr wohl das Wissen, was für dieses Berufssportgesetz notwendig ist und ist auch in Allianz mit dem Sportminister gemeinsam, ich weiß es vom österreichischen Skiverband, auch mit der Präsidentin. Nur ein Beispiel. Und Frau Kollegin Steger, Sie kommen heraus und sagen, dass wir nichts tun im Sport und der Sportminister tut nichts. Ich sage Ihnen tatsächlich, das Sportbudget wurde um 50% auf 231,5 Millionen erhöht. Das hat vorher, seit 2013 haben das vier Minister nicht geschafft. Gerald Klug von der SPÖ, Hans-Peter Doskozil von der SPÖ. Wer hat es noch nicht geschafft? Kunasek von der FPÖ, Strache von der FPÖ. Wer schafft die Erhöhung, das Sportbudget für unsere vielen Vereine und Funktionäre in Österreich? Die Bundesregierung der ÖVP mit den Grünen. Danke, Herr Sportminister, danke, Herr Finanzminister. Und weil Sie das angesprochen haben, Berufssportgesetz, Frau Kollegin Steger von der FPÖ, muss ich Ihnen gleich noch eine Antwort geben. Seit 2009 die Sportminister Darabosch, Klug, Doskozil von der SPÖ, Kunasek und Strache von der FPÖ. Fünf Minister, die auch nichts auf den Weg gebracht haben. Und jetzt kommt die grün-schwarze Bundesregierung mit unserem Sportminister und Finanzminister, die dieses Berufssportgesetz gemeinsam mit dem Ausschuss auf den Weg bringen. Also ich weise das zurück. Sie arbeiten jahrelang nicht und kommen heraus. Und weil wir jetzt das einbringen zum Wohle der Sportlerinnen und Sportler, zum Wohle der Berufssportlerinnen, auch der Funktionäre zur Absicherung, wird da gearbeitet, was Sie in den letzten Jahren nicht gemacht haben. Danke, Herr Sportminister, wir sind gut aufgehoben. Diese Bundesregierung hat gute Rahmenbedingungen geschafft in allen Richtungen. Es wurde vom Kollegen Zaritz schon aufgezählt. In der Pandemie haben wir gut gehandelt. Die Vereine werden unterstützt und auch die Großsportveranstaltungen. Ich erinnere noch einmal an die Formel 1. Wir waren das erste Land weltweit, die wieder gestartet haben. Und. Die Sportstrategie, das Berufssportgesetz, das auf den Weg gebracht wird, das haben Sie nicht geschafft von der FPÖ, von der SPÖ. Wir von den Grünen und der ÖVP beginnen und werden das zum Wohle der Sportlerinnen und Sportler umsetzen. Das Sportbudget sei um 50% erhöht worden, lobt Karl Schmidhofer von der ÖVP die Arbeit der Regierung.